So, meine Damen und Herren, was ist eigentlich ein Rosenbrot? Das, was wir Ihnen heute zeigen wollen, ist nämlich das, was Sie kaufen können. Und zwar sind wir heute bei Rainer Welp. Das ist der Obermeister der Bäckerinnung zu Osnabrück. Und der hat gesagt, ich kann euch das heute bei mir in der Backstube zeigen. Und er hat mir freundlicherweise diesen Kittel geliehen. Und ich bin schon ein bisschen stolz. Ich freue mich erstmal, dass wir hier sein dürfen, lieber Rainer. Und Rainer wird uns jetzt sagen, was gehört hinein in dieses Mehrkornbrot, in dieses spezielle Rosenbrot? Ja, Ludger, das ist natürlich ein Mehrkornbrot. Insofern haben wir ganz viele Körner für dich und für euch vorbereitet. Körner ist gut. Körner. Hier sind auf der einen Seite etwas heller unsere Haferflocken, die Sonnenblumenkerne. Nicht geröstet, sondern ganz normal, ne? Hier eine leichte Roggenmehl- und Weizenmehlmischung mit Kleie durch. Ja. Und jetzt kommen wir zu der ganz besonderen Zutat. Das ist nämlich, zeigen möchtest. Ich mag es gerne zeigen, weil das hier, das ist nämlich der Chiasamen, der ist eingeweicht in Wasser. Sieht so ein bisschen aus wie Kaviar, schmeckt aber zum Glück nicht nach Fisch, weil sonst würde das den ganzen Geschmack vom Brot versauen. Und wenn man das so schmeckt, schmeckt erstmal schon ganz gesund, aber was ist das Besondere, warum ist Chiasamen gerade so angesagt? Ja, das schmeckt nicht nur gesund, das ist auch gesund, genau wie beim Kaviar. Ganz viele Omega-3-Fettsäuren drin, sehr viele Ballaststoffe, Vitamine, Proteine, alles, was der Mensch so braucht für Ernährungs- und Gesundheitsbewusste. Herzinfarkte mindernd, Blutzucker, alles in dieser Richtung. Gesünder geht es fast nicht, also im Prinzip gegen alle Krankheiten. Das ist das sogenannte Quellstück, genau wie wir die Chiasamen eben schon mal eingeweicht haben, weichen wir jetzt auch sämtliche Körner ein, das heißt einfach nur mit Wasser mixen. Dann etwas stehen lassen. Und das darfst du jetzt mal machen. Okay, das sieht ein bisschen aus wie ein Napf voller Hundefutter, ist es aber nicht, sondern eigentlich eher ein Müsli mit allen Zutaten, die wir haben. Und da haue ich jetzt einfach mal, da freue ich mich schon mal auf, das hier rein. Komplett einfach mal durch, Rainer, oder? Jawohl, keine Angst haben. So, das verdeckt erstmal alles. Dann dürfen wir ruhig mal ein bisschen drauf. Mit beiden Händen ins Glück greifen. Ne? Jetzt darfst und musst du einmal richtig manchen. Ja, das sieht gut aus. Das fühlt sich auch gut an. Das ist so ein bisschen wie im Wattenmeer auf der Suche nach einem Wattwurm. Aber das muss wahrscheinlich auch alles ganz gut miteinander vermischt sein. Jawohl. Eigentlich noch mal ein, zwei Stunden stehen lassen. Aber wie gesagt, ich habe das ja schon einmal für dich vorbereitet. Richtig. Und insofern kommt jetzt das vorbereitete Quellstück in die Maschine. Und das so darfst du wieder machen. So sehen die Hände aus. Das machen wir nämlich jetzt. Es hat schon gequollen, das Ganze, Rainer. Aber hier in der Knetmaschine ist noch ein bisschen mehr drin. Was brauchen wir noch dazu, zu dem, was wir hier haben? Ja, wie eben schon mal gesehen, Roggenmehl, Weizenmehl. Ja. Darüber hinaus kommt jetzt noch Salz, Wasser und Hefe rein. So, und das Wasser natürlich. Habe ich hier schon, mal. Hier darfst du noch mal wieder manchen. Deine Hände sind schon schmutzig, in Anführungsstrichen. Schmutzig, das ist guter Chiasamen und andere Körner sind da drin. Nur vom Feinsten. Nur vom Feinsten. Das Wasser kannst du auch schon mal dazu kippen. Jawohl. Haben wir vorher natürlich auch passend dazu. Auch temperiert. Dass es nicht zu warm ist. Das wird sowohl erstmal langsam geknetet, dass ich das Ganze mischen kann. Und los geht er. Jetzt kommt es drauf an, wir müssen nämlich jetzt herausfinden, wie viel sind 550 Gramm, müssen wir abstechen. Ein guter Bäcker, der schafft das mit dem Augenblick. Ich versuche es einfach mal rein, ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Ich lasse dir freien Lauf. Ich steche jetzt mal hier ordentlich mal rein. So, einfach mal drauflegen. Jawohl. Oh, definitiv zu schwer, würde ich sagen. Ne? Ja. Ein bisschen, das darf ich einfach wieder so reinkleben, jawohl, oder? Oh, das sieht schon gut aus. Es fängt an zu pendeln. Ja, es fängt an zu pendeln. So, das heißt, ungefähr 550 Gramm. Das ist also im Prinzip die Rohmasse für unser Rosenbrot. Ja. Jetzt macht der Spezialist mal vor, wie das in Form gebracht wird. Und ich versuche es ihm nachher mal nachzumachen. Jawohl. Nimmst du es in die Hand und es wird quasi das Brot einmal glatt gezogen wie eine Tischdecke. Das heißt, es wird hier einmal glatt gezogen. Und anschließend, den Schluss, den wir hier haben, legen wir in Roggenmehl, drücken ihn etwas rein. Ist doch gar nicht so einfach. Sieht immer so einfach aus, ne? Aber da passiert noch nicht so viel. Ne? Das Mehl ist schon mal drin. Jetzt habe ich hier natürlich nicht das, was du vorhin hattest, aber darf ich es trotzdem mal so weglegen? Oder? Jawohl. Einfach hier rein. Ja. Tja, man sieht es leider ganz genau. Das hier, das ist der Bäcker-Rohling und das ist meine. Aber trotzdem, ich bin sicher, aus beiden wird ein Brot. Tja, Rainer, und das sind sie jetzt. Das sind so unsere Rosenbrot-Rohlinge. Nur sie sehen auch nicht nach Rosenbrot aus. Wie funktioniert das jetzt, dass es eine Rose wird? Ja, wir haben die ja eben mit dem Schluss in Roggenmehl aufgemacht. Und jetzt werden wir die Brote gleich umdrehen. Das ist deine Aufgabe. Okay. Und anschließend werden sie im Ofen dann mit Schwaden sozusagen aufgehen. Jede Rose ist individuell. Und Platz aus. Also praktisch ganz natürlich nur in Brot. Genau. Ja, okay. Also einfach mal hochnehmen. Ich halt mal. Dann kannst du sie aufs Blech legen. Ja, einfach drauf. Okay. Jawohl. Oh. 1, 2, 3, keine Angst haben. Nein. Wunderbar. Bei wie viel Grad wird es jetzt gebacken? Wie man dort sehen kann, bei 233 Grad schieben wir sie ein. Ich mache mal den Ofen für dich auf. Und damit sie jetzt richtig aufgehen können, nicht erschrecken, drehe ich hier den Wasserhahn auf. Und es kommt einmal richtig Wasserdampf. Bisschen wie eine Sauna hier, aber sehr schön.
Ja, und Rainer hat es versprochen, es sieht tatsächlich aus wie eine Rose und zwar jedes eine unterschiedlich. Das hat wunderbar funktioniert und deswegen dürfen wir das Rosenbrot jetzt auch mal anschneiden. Meerkornbrot mit Chiasamen, sehr gesund, es riecht lecker, es sieht gut aus und weil du das so toll gemacht hast, Rainer, schmier ich dir mal eine. Einfach da drauf, ich glaube, so mit einfach Butter, das schmilzt jetzt da schön hin, einmal für dich. Einfach und gut, ich bin gespannt, was wir so produziert haben. es riecht schon mal bombastisch, also insofern... So, also, unser Rosenbrot und ich kann nur sagen, allen guten Appetit. Ist für einen guten Zweck. Wir werden ihn haben. Danke.